Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Cone Exiles Isle of Scepter. Ja, wir sind ja das letzte Mal hier reingegangen zu diesen Reichen der grauen Riesen und hatten hier schon irgendwie so einen Three-End-Boss besiegt. Und ja, laufen aber jetzt hier noch ein bisschen rum, weil ein bisschen angucken tun wir uns das noch. Und ich möchte auch jetzt hier mal so durch die Mitte. Und ja, wir haben da das letzte Mal dieses kleine Figürchen quasi auf dieses Podest gestellt, nachdem eins weggebackt ist. Und bin gespannt, was da noch so passiert. Komm, lass uns erstmal hierher gehen. Oh, 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 oh. Wo kommt der denn jetzt her? Muss auch aufpassen, meine Jungs sind nicht mehr, stehen nicht mehr so toll im Leben. Ich bin auch nicht mehr ganz so fit. Also viel von denen verkraften wir jetzt nicht mehr, ne? Oh oh. Ja, die haben alle noch halbes Leben, aber... Alter, stirbt doch endlich. Oh. Seid ihr alle noch da? Ich krieg sonst nichts von dem? Inventar hat er irgendwie auch nicht gehabt? Dietrich habe ich gekriegt, okay. Das Fleisch brauchen wir. Ich habe nämlich echt eine Fleischknappheit zu Hause. Ja, ihr esst aber nur gekochtes Fleisch, ne? Ja, muss ich euch mal 5 geben. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen rehabilitieren. Luna? Ah, du hast noch Fleischfetzen, okay. Ah, du hast auch nichts mehr. Dann kriegst du auch nochmal 5. So. Uiuiui. Ja, dass das ein Boss war, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Was diese Dinger hier sein sollen? Ach, drücke E zum Interagieren. Ich habe ein neues Talent gelernt, Banner der grauen Riesen. Oh. Okay, lernt man bei den ganzen Dingern was oder nur bei vereinzelten? So, wir müssen jetzt echt mal kurz warten, bis unsere Jungs hier wieder sich ein bisschen regeneriert haben. Also Cornelius geht's ganz schlecht. Er nascht auch das Fleisch weg wie warme Semmeln. Jetzt natürlich die Frage, können wir hier... Ah, ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Nicht, dass er gleich wiederkommt. Oh Leute, wenn ihr mir davor steht. Weißt du, ich will euch eigentlich ein bisschen schonen.
Und ihr erinnert mich die ganze Zeit. Seid manchmal echt anstrengend. Natürlich, es ist grundsätzlich immer die letzte. So. Gleich zwei Truhen. Also ich werde jetzt ganz sicher keinen Boss mehr beschwören, wenn es meinen Jungs da so schlecht geht. Ich dachte allerdings auch, hier findet man irgendwie ein bisschen mehr von diesen Figürchen noch oder so. Aber nö. Du hast ein neues Talent gelernt, Großschwert der grauen Riesen. Oh, das gefällt mir. Großschwert ist was für mich. Ich liebe zwei Handwaffen. Oh. Es war ein Skorpion. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts gesehen jetzt. Heidewitzka. Ja, sehr cool. Kann ich hier bauen? Tatsache. Habe ich natürlich kein Holz. Moment. Es ist jetzt eh Nacht. Ja, trockenes Holz, Äste tun es auch. Oh, jetzt. Also manchmal will mich das Spiel trollen. Aber das will ich jetzt alles da reinpacken. Äste. Oh, Äste gesammelt. Hä? Rechts stand doch Äste. Warum verschwinden denn permanent Sachen aus meinem Inventar? Ich verstehe das teilweise nicht. Ach nee, da sind sie. So. Puh. So, es wird schon wieder hell. Die Nacht steht bei mir jetzt auf zehnfacher Geschwindigkeit. Ich koche gerade für euch, Jungs. Aber sie haben sich schon. Ja, Patrick, Cornelius ist noch so ein bisschen das Problemkind, ne? Obwohl, geht auch langsam. Ja, aber die brauchen was zu essen. Das ist vielleicht ein bisschen. Warum drücke ich immer F? So. Mal was. Trinken muss ich auch gleich mal was. Uiuiui. Ja, aber es ist doch gut, wenn man immer mal sowas dabei hat. Dauert nur so lange. Warum ist das denn schon wieder aus? Das ausgestellt? Oh, wollte gerade sagen, normal geht das doch viel schneller. Ich muss trinken. Mal trinken noch. Gut. So. Aber schon mehr Fleisch. Kriegt Celia noch. Yara. So, das war die ein bisschen wieder aufpäppeln hier. Weil bevor die kein ganzes, nicht wieder ihr Leben halbwegs voll haben, geht es nicht weiter.
Also Celia ist da gut dabei. Patrick bemüht sich. Cornelius auch. Ja, das muss jetzt leider sein. So. Wieder alles weggemampft, alter Schwede. Warum kommt man mit E ins Inventar, aber nicht mit E wieder raus? Irgendwie klappt das nicht immer. Oh, Entschuldigung. So. Stufe 10. Stufe 10. Stufe 12. Stufe 12. Die Damen sind Stufe 12, die Herren Stufe 10. So, wir auch noch ein bisschen Fleisch. Und dann können wir weitermachen. Ja, also es ist doch immer ganz gut, ein Lagerfeuer dabei zu haben. Ja, kriegt man nur eins. Hat noch. Ach. Das ist erstmal für uns. Ja gut, wir haben auch noch Ambrosia, ne? Könnten wir auch noch essen. Zwei Dietriche. Die Frage ist für was? So. Dass das immer so lange dauert, Mann. Also eigentlich dauert es ja nicht lange, aber wenn man drauf wartet, dauert es lange. Das Fleisch rasselt schon schnell durch. Kann ich anders sagen. So, jetzt würde ich aber gerne hier hochgehen und dann die Mitte und dann sind wir durch. So, vier Stück noch, komm, drei. Ja, letzte. Juhu. So, heben wir wieder auf. So. Wäre das auch bald kaputt, ne? Ja, aber wir haben ja diese komische Glasflasche noch dabei, ne? Ich habe bestimmt auch überall Figürchen oder sowas übersehen. Ich habe ja für sowas nicht so unbedingt das... Hä? So, die eine war nur zu. Ich dachte schon, ich hätte nur eine geplündert. Die bauen sich schon da oben auf, die Herren. Oh, schon wieder so ein Bossvieh. Nur reicht es aber. Ich hab das Gefühl, wir machen gar keinen Schaden, doch jetzt. Oh, mal wieder ein Machtfragment. Hoffentlich, wagt es mir nicht wieder weg. Wäre ja heute nicht das erste Mal, nicht wahr? Nicht wahr? Oh, hier hängt noch einer rum. Ih, was hat der denn? Ah, das ist wieder hier so ein 100-jähriges Ei. Eine Sprengdrüse? Ach, ich weiß nicht. Kriegshammer der grauen Riesen. 70 Gesundheitsschaden macht der. Warte mal, das machen wir auch weg. Lass ich mal alles. Auch weg. Moment, ich möchte gerne mal gucken, wie der aussieht. Na! Hä?
habe auf die 6 gedrückt. Ah, der hat wie so ein Obsidian-Kerner oben drin. Sehr nice. Kann ich hier jetzt noch irgendwas machen? Nee. Das war eben nur bei dem einen. Man muss sich schon sehr gut umschauen, tatsächlich. Ich glaube, man übersieht hier sehr, sehr schnell einiges. Oh, ein Figürchen. Oh, und eine. Ein Reliktfragment. Oho. Oho, oho. Eine Ghoul-Figur. Ich weiß nicht, Herr Kugel. Könnten wir benutzen, aber nö. Das Machtfragment habe ich einfach so gesammelt, oder wie? Gibt es da irgendeine Sammlung für? Kann das sein? I don't know. Du hast die Figürchen, du hast auch kein Fleisch mehr. Hier, dann nimm mal noch das dritte Figürchen. Was soll's. Okay. Würde mich jetzt interessieren, was ich da jetzt gesammelt habe bei diesem Machtteil. Oder bei diesem Fragment da. Oh nö. Jetzt wird es auch noch düster. Du hast die Sachen. Weiß ich, was ich mit denen. Einfach stinkend essen, robust. Ach, komm, ich weiß nicht, was wir damit tun sollen. Bestimmt wieder ein Fehler, aber egal. Hm? Lassen Sie mich mal bitte durch. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, wir müssen noch hier rüber. Okay. Moment. So. Oh! Den habe ich nicht gesehen. Nicht runterschmeißen, den Guten. Schön oben bleiben. Der hatte auch wieder Obsidian. Hier geht es jetzt wieder runter, rechts und links. Nur gleich. Er hat gar nichts dabei. Dein Schwert kann weg, das kann weg. 31 Obsidian haben wir wieder gesammelt. Oh, auf Anhieb mal das Richtige geöffnet. Respekt. Das machen wir so. Geht, wir haben noch gar kein so überfülltes Inventar, ne? Finde ich gut. Und wir gucken uns erstmal um. Man hier eigentlich draus trinken? Oh ja, Tatsache. Moment, da kann ich mein Säckchen mal auffüllen. So. Haben wir das? Habe ich doch richtig gesehen aus der Ferne. Wir nehmen mal alles. Meißen das meiste wieder weg. Schwefel weg. Kohle weg. Eisen- und Stahlbahn. Hat jetzt noch keiner von euch, ne? Ja. Dann nimm du mal Eisen und Stahl. Mit Holz. Getrocknete. Ich weiß auch nicht, was diese Zettel alle sollen. Aber man kann ja irgendwie gar nichts mit denen anstellen, ne? Hätten wir vielleicht auch bei dem anderen noch mal gucken sollen, hier hinten. Na ja, egal. Wir kommen bestimmt irgendwann noch mal her, denke ich mal. Man muss echt in jede Ecke gucken hier, ne?
So, aber hier haben wir sonst jetzt nichts weiter. Die Dinger können wir nicht nutzen. Als hier wieder so ein Altar. Okay. Also hier kommen wir nicht runter. Ups. Jetzt ist die Frage, gab es hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Hier waren wir schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Aulotrus-Samen. Ist der so selten, dass der in der Kiste sein muss, oder? War das jetzt eine Trash-Kiste? Hier war wieder ein Skorpion. Okay. Ach, hier ist auch noch wieder ein Skorpion. Herrschaftszeiten. Was ist denn hier los? Oh. Vergiftet und durchdrungen. Ja, ich weiß es nicht. Oh, ich habe. Oh, warum habe ich denn so wenig Leben? Also im Moment hat bis jetzt immer der Drang geholfen. Das wäre jetzt die andere Seite gewesen. Oh, Kiste. Gerade noch so gesehen im Augenwinkel. Graulotusblüte. Alles klar. Keine Ahnung, was es mit dem Graulotus auf sich hat. Ah, doch, ich habe eben so einen Drang genommen. Auch mehr oder weniger aus Versehen. Und, ja, da war ich mutiger, hatte mehr Kraft und keine Ahnung noch. So, ich schieße mal an. Bemüht euch nicht. Ach du je. Und noch normales Holz. Eisen. Celia hatte Gold, ne? Ja. So. Hier nochmal gucken. Man muss halt echt überall hin, ne? Hier gibt es ja überall einen Kram. Oh, ist schon wieder ein Boss. Ach, ich habe wieder keine Pfeile mehr. Ach. Puh, also die haben aber jetzt ziemlich schnell down, Gott sei Dank. So, da haben wir jetzt noch eine Axt der grauen Riesen. Silberstein, hier haben wir Kriegshammer, hier haben wir eine Axt der grauen Riesen. Die hat eine 133 Haltbarkeit, 94 Haltbarkeit. Ist mir jetzt gerade ein bisschen schwierig hier durchzugehen wegen dem Mahlstrom. Hier haben wir wieder zwei Kisten. Eieiei. Die sind aber reichlich gefüllt hier. Die Kisten. Stahlbahn, Eisenbahn. Verstärktes Leder raus, Kristall raus. Glas würde ich gerne aufheben, weil ich nicht weiß. Was haben wir hier? Eine Eisenschüssel. Die ist wichtig. Wer hat denn jetzt hier die Rinde? Du.
Ich sehe auch gerade schon wieder, die Zeit ist schon wieder mehr als rum. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit, eure Shazadi. Ciao, ciao.